Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Fuß vom Gas. Wie ihr wisst, ist mein Name ja Programm. Heute mal zum Thema spritsparendes Autofahren. Gerade bei diesen Preisen, die man an den Tankstellen ja sieht, ist es sehr interessant, mal zu erfahren, wie kann ich dann Kraftstoff eigentlich auch einsparen und dennoch Auto fahren. Wir sind hier an einer freien Tankstelle. Hier ist der Kraftstoff immer etwas preiswerter wie an den markengebundenen Tankstellen. Also ist zu empfehlen, auch solche Tankstellen mal anzufahren. Ganz wichtig ist zu gucken, was tanke ich für einen Kraftstoff. E10 haben viele Leute Angst davor, dass am Auto etwas passieren kann, also der Motor Schaden nehmen könnte. Ist nicht so. Fahrzeuge ab Baujahr 2006 können bedenkenlos E10 tanken. Da spare ich auch wieder einige Cent pro Liter. Der Luftdruck. Den Luftdruck auf dem Reifen ungefähr 0,3 bis 0,5 bar erhöhen, dann habe ich einen geringeren Rollwiderstand, also habe ich einen Kraftstoffersparnis. Nicht zu viel, das muss man immer so ein bisschen gucken, wie ist der Luftdruck, was gibt der Hersteller vor, aber so um die 0,3 bis 0,5 bar pro Reifen an Luftdruck erhöhen, macht schon irgendwo Sinn, um den Rollwiderstand einfach zu minimieren. Ich spare aber auch bei der Uhrzeit, wenn ich mir genau überlege, wann tanke ich. Morgens ist der Kraftstoff immer teurer wie abends. Das macht der Mineralölkonzern mit Absicht so, weil morgens hat man eher die Zeit, nochmal schnell zu tanken, ja, wie abends. Abends fährt man von der Arbeit zurück, hat noch das eine oder andere zu erledigen, ist vielleicht auch ein bisschen gestresst und dann hat man immer so die große Lust, zur Tankstelle zu fahren. Die Preise pro Liter variieren am Tag 4 bis 5 Mal. Und dann ist in den Zeiten zwischen 18 und 20 Uhr eigentlich der Kraftstoff am allerpreiswertesten. Man muss auch natürlich unnötige Verbraucher mal ausschalten im Auto. Das heißt, die Heckscheibenheizung zum Beispiel, die kann ich dann ausschalten, wenn die Scheibe frei ist. Dann läuft die immer noch nach. Die geht zwar von selber irgendwann aus, aber da kann ich auch wieder ein bisschen früher sie ausschalten. Klimaanlage zum Beispiel, die muss nicht das ganze Jahr überlaufen. Sie sollte immer wieder mal angemacht werden, damit die Flüssigkeit da drin keine Bakterien ziehen kann. Ja, aber ich muss auch zum Beispiel bei 15 Grad nicht unbedingt die Klimaanlage anhaben. Es ist nur ein Tipp, weil die Klimaanlage ist zum Beispiel ein unheimlicher Energiefresser, kann man ruhig sagen. Und je mehr Energie ich verbrauche, ja, umso mehr Kraftstoff braucht der Motor, um diese Energie zu erzeugen. Dort, wo 30 erlaubt ist, muss ich nicht unbedingt auch direkt die 30 fahren. Ich kann auch etwas langsamer fahren, ohne ein Verkehrshindernis zu werden. Auf Durchgangsstraßen sollte man schon gucken, dass man zügig vorwärts kommt. Aber in Wohngebieten, aufgrund der Verkehrssicherheit allein schon, muss ich natürlich auch viel achten, laufender Kinder auf der Straße und so weiter und so fort. Das heißt, auch da gehe ich einfach mal ein bisschen runter vom Gas. Ich muss auch nicht unbedingt eine Woche vor Urlaubsfahrt schon ein Jetpack aufs Dach drauf machen, damit jeder sieht, ich fahre in Urlaub. Und das mache ich dann drauf an dem Abend, bevor ich losfahren möchte, ja, und belade es dann. Man kann aber auch mal zum Bäcker mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß hingehen. Das muss man ganz alleine für sich wissen, was ist möglich. Vielleicht kann man auch mit dem Fahrrad mal zur Arbeit fahren, wenn es nicht viele Kilometer sind. Das soll jeder für sich selbst bitte entscheiden. Ja, das war wieder eine Ausgabe Fuß vom Gas. Immer schön dran denken, vorausschauendes Autofahren spart in der Tat Kraftstoff. Ich wünsche allen eine stets unfallfreie Fahrt, schönes, tolles Wetter und vor allen Dingen einen schönen Sommer. Tschüss.